Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem längst überfälligen Tutorial. Ja, ich sitze hier vorne in der Kanzel, im Cockpit, wie auch immer ihr das nennen wollt, der Anvil Centurion. Das ist ein neues Fahrzeug, was von Cloud Imperium Games überraschenderweise zur 3.17.2 gelauncht worden ist. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das sieht doch genauso aus wie die Spartan und wie die Ballista. Ja, das stimmt. Das Fahrzeug ist nämlich ebenfalls auf der Atlas-Plattform gebaut worden. Das ist so eine Art Grundchassis und da gibt es dann so die verschiedensten Module, die man da draufsetzen kann. Und bei der Centurion ist es halt kein Raketenturm. Es ist auch kein Modul, wo ihr Leute reinsetzen könnt, also so eine Art Truppentransporter. Nein, es ist ein fahrendes Geschütz. Und das, finde ich, ist fast für mich so die geilste Variante dieses Atlas-Plattform-Modells, muss ich fast sagen. Weil für mich ist das Ganze, was wir jetzt hier haben, wenn wir das jetzt viermal hätten, wäre das so stark wie eine Hammerhead, wenn wir das unten aufstellen würden. Jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, Moment, Sitko, die Hammerhead, die hat aber 6 Geschütztürme. Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Ja, ja, aber die Hammerhead schießt ja nicht mit 6 Geschütztürmen auf ein Ziel. Da, wenn es gut läuft, sind es 4, die treffen. Meistens treffen nur 3, je nachdem, wie die Hammerhead fliegt, wie der Gegner sich platziert. Also mit anderen Worten heißt das, wenn wir 3 von diesen Dingern oder 4 aufstellen an einem Stützpunkt oder sonst wo, wo wir was absichern wollen, dann haben wir da letztendlich die Power einer Hammerhead stehen. Und das ist schon mal ziemlich cool. Zudem haben wir noch den Vorteil, dass wir das Ganze natürlich noch verteilen können. Also wir sind nicht geballt zusammen, außer man stellt die Dinger halt direkt nebeneinander, was natürlich jetzt ein bisschen unintelligent wäre. Aber wenn man die so ein bisschen im Feld verteilt, dann, ihr wisst, was ich meine. So, das Ding werden wir uns heute jetzt mal so ein bisschen angucken, würde ich sagen. Und da hinten seht ihr schon meine Avenger Titan. Die habe ich da hinten mal geparkt an dem Stützpunkt. Wir fahren jetzt einmal aus der waffenfreien Zone raus und dann werden wir uns dieses hübsche Gefährt mal etwas genauer anschauen. So, dafür gebe ich jetzt mal Gas. Ja, fahren tut sich das je nachdem, wo ihr euch befindet, besser und schlechter. Ja, wir befinden uns jetzt hier gerade auf Vala, deswegen die Anziehungskraft ist hier nicht so dolle. Aber das, so ein Fahrzeug muss natürlich auch jeder Situation Herr werden. Logischerweise. Deswegen werden wir das Ding jetzt mal richtig treten. Ne, so, ich zeige euch, ich sage euch gleich noch mehr dazu. Ne, erstmal bin ich aus der Zone raus und gucken, wenn wir da raus sind. Sind wir schon, ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze erstmal ganz entspannt an. Ich würde sagen, wir fangen drinnen an. Obwohl, wir fangen draußen an. So. Ne, im Grunde genommen, wie gesagt, das ist alles der gleiche Aufbau wie auch die anderen beiden Fahrzeuge. Die ergänzen sich somit auch wunderbar. Naja, bezüglich Ballista eher als Spartan. Spartan ist ja in erster Linie wirklich ein Truppentransporter. Ja, wir haben hier die Tür an der Seite, die aufgeht. Ne? Das gehört auch zu dieser Atlas-Plattform. Genau, die hat so eine Art Nachschwung. Da kann das mal passieren, dass man dann, wenn die aufgeht, dass man dann hinfällt. Nein, ist natürlich der Wind hier, ne? Logischerweise. So, und wir haben halt hier diesen Knopf an der Seite und mittlerweile fühlt sich das auch ganz gut an. Am Anfang, wenn man diese Rampe auf und zu gemacht hat, war das so, dass die eine teilweise erschlagen hat. Ne? So schnell ging die auf. Aber so von der Bewegung finde ich das erstmal schon gar nicht so schlecht. Ne? So, dann haben wir hier die Hydraulikstützen, die an diesem Fahrzeug auch schon funktionieren. Ob das jetzt mittlerweile bei der Spartan, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Spartan diese Hydraulikstützen hat, die braucht die ja eigentlich gar nicht. Aber bei der Ballista, ob das jetzt mittlerweile auch funktioniert, das kann ich auch nicht sagen. Können wir ja vielleicht gleich zum Schluss nochmal testen. Dann mache ich nochmal einen kleinen Cut. Dann haben wir hier so ein paar Seitenlampen, die gehen auch an, wenn man dunkel hat und da ein bisschen Licht braucht, können wir ja gleich nochmal machen. Dann haben wir hier vorne die Kanzel, hier sind natürlich auch überall noch Lichter drinne, alles im Design von Anvil Aerospace. Logischerweise, hier haben wir eine kleine Durchreichluke. Ne, wenn man mal irgendwie eine Dose zu trinken, kann man die da reinreichen. Nein, keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was es ist. Aber könnte ja sein. Ne? So, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne, so, dann haben wir natürlich diese Atlas-typischen Räder hier dran. Ne, hier haben wir noch eine Treppe. Ich glaube, das ist auch neu hier, dass man so eine Art Treppenschutz hier vormacht, dass man nicht einfach unbefugt hier die Treppe raufgehen könnte, sondern man muss das erst entriegeln und dann kann man erst die Treppe benutzen. Finde ich eigentlich ganz cool. Denke mal, das ist dann letztendlich wichtig, um das Teil zu warten. Wie weit das letztendlich von Cloud Imperium Games gedacht ist, ob man die da, oder ob man später wirklich sagen kann, ich möchte jetzt statt dem Modul das Modul da dran haben, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube aber, das wird von Anvil von Werk aus so auf diese Atlas-Plattform gebaut und
und so ausgeliefert. Ich glaube, das ist nicht zum Selbst-Customizen. Ne? Ne, dann wunderbar natürlich auch hier mit den ganzen Rohren. Hier sind auch nochmal ein paar Hydraulikstützen. Und hier hinten sitzt jetzt erstmal so das, ja, will fast sagen, Herzstück dieses Modells drauf. Ne? Das ist ein Turm, praktisch einmal von der Hammerhead abgebaut, kann man sagen. Ne? Das sind 4x Size 4 CF447 Panther Laser Repeater auf diesem Remote Turret. Und die machen schon wirklich, ja, derbe Aua, wenn die treffen. Und wenn ihr dann hier 4 im Feld stehen habt, dann wisst ihr aber Bescheid. Ne, dann müsst ihr mit einem kleinen Fighter, aber ja, müsst ihr vorsichtig sein. Wir werden gleich nochmal die Drehung prüfen, ne, wie schnell sie sich dreht. Ne, ansonsten auch sehr, sehr schön hier hinten mit den Lichtern und so, sehr schön gemacht. Ne, könnt ihr natürlich auch andere Waffen dran packen. Ne? Ihr könnt auch zum Beispiel zwei ballistische ranpacken oder Laser Cannons könnt ihr da ranpacken, wie ihr das wollt. Ich bin halt ein Fan von Laser Repeatern, ne? Alleine, weil sie halt auch nicht leer gehen, logischerweise. Gut, das gehen Laser Cannons auch nicht, aber halt ballistische Waffen und weil sie halt einfach eine schnelle Feuerrate haben. Ne? Dafür treffen sie halt nicht so oder halt machen nicht so viel Schaden pro Treffer, aber letztendlich muss man da entscheiden, was man da möchte. So, und da oben haben wir auch noch eine drauf. Das ist eine Attrition 3. Das ist auch ein Repeater. Und die ist Size 3. Die könnt ihr natürlich auch umändern, logischerweise. Und die wird nicht vom Remote Turret gesteuert, sondern die wird halt letztendlich vom Piloten gesteuert. Wenn ihr euch dann nämlich niederlasst, dann könnt ihr eh nicht mehr fahren. Und dann müsst ihr halt sehen, oder dann hat der Pilot zumindest auch noch was zu tun. So, dann haben wir hier einen Fuel Port. Den kann man auch aufmachen, logischerweise, denn auch die Fahrzeuge sollen ja auch betankt werden. Irgendwann, übrigens ganz geil, das Geräusch hier. Warte. Nochmal, warte. Quietscht ein bisschen, ne? Ja, ganz geil. So, ansonsten glaube ich, die ganzen Komponenten, die sind eher innen verbaut. Da gehen wir dann mal gucken. Hier können wir leider noch nichts machen. Zumindest habe ich hier nichts gefunden, was hier anwählbar ist. Zudem die Treppe können wir auch noch nicht benutzen. Vielleicht ist das auch wirklich nur, ja, einfach nur zum schönen angucken. Ne? Kann sein. Also kann ich auch nicht sagen. Vielleicht gibt es auch ein Q&A. Müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, dann wird die Frage mit dieser Treppe sowieso wieder kommen. Und dann wissen wir es dann genau. So. Aber ansonsten, ne, aber ganz schöne Ballermänner hier oben. Ne? Wenn man die mal so aus der Nähe sieht, das ist schon nicht ohne. Also tragen kann ich die nicht. Da brauche ich schon ein paar Leute für, um die zu wuppern. Vielleicht zu zweit. Ganz sicher zu dritt. Sehr, sehr cool. So, was haben wir hier noch? Ah, das könnten vielleicht Flares sein. Ja, wir gucken gleich mal. So, hier haben wir noch irgendwie so ein Rescue-Dingens. So, gehen wir erstmal rein hier. Ist sowieso ganz schön ungemütlich draußen. Und machen das Ganze mal zu. Zack. So, und haben wir natürlich auch hier das alles auf dem neuesten Stand. Ne? Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze hier in einen Alarmbereitschaft zu stellen. Das ist dann halt so ein rotes Licht. Und wir haben halt auch noch die Möglichkeit, das Ganze dann letztendlich so zu beleuchten. So einem Gelb. Nur ich denke mal, das ist einfach Betrieb. So, und verschiedene Lichtmodi sind. Ne? Ganz, ganz, ganz cool eigentlich, ne? Gelb, ja gut, das ist jetzt rot. Vielleicht wechselt er mal so ein bisschen, ne? Jetzt blinkt er da so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. So, dann haben wir hier auf jeden Fall das Powerplant drin verbaut. Ne, da haben wir insgesamt zwei Stück von. Und zwar ist das Military B. Also das ist eigentlich eine ziemlich gute Komponente an der Stelle. So, genau, da steht das auch dran, ne? Powerplant. Sehr, sehr geil. Hier hinten haben wir dann den Remote Turret. Da steigen wir natürlich auch gleich noch ein. Dann haben wir hier Waffenracks. Denn hier könnt ihr ein bis zwei Personen mitnehmen. Zwei ist natürlich optimal. Dann muss der Fahrer nicht nach hinten rennen. Ne? Also hier sind zwei Leute wirklich beste Besatzung. So, was haben wir hier? Ah ja, das ist der Schrank. Da können wir theoretische Sachen reintun. Wenn wir jetzt hier was hätten, können wir das hier ins externe Inventar packen. Und da können wir letztendlich auch austauschen. Da können wir zum Beispiel Munition reinpacken für unseren Kollegen. Und der kann sich dann das letztendlich rausholen. Dann können wir das Ganze natürlich auch noch ins Vehikel packen, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Das ist wirklich das externe Inventar, wo wir jetzt gerade sind. Das hat mit dem Vehikel, wie gesagt, Vehikel, weiß nicht, ob das Vehikel irgendwann überhaupt noch gibt. Ne? Ich denke mal, das wird es irgendwann nicht mehr geben, sondern wirklich nur das externe, vermute ich mal. Ne? So, dann haben wir ja auch nochmal diese Knöpfe fürs Licht. Ne? Ja, also den hatten wir, glaube ich, gerade. So, nochmal den hier. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen andere Lichtstimmung.
So, das wird hier wieder Alarm sein, ne? Vermute ich mal. Ausrufezeichen. Oder vielleicht ist das Alarm. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. So, das ist auf jeden Fall volles Licht hier. So, zack. Ne? Sehr, sehr cool. So, dann haben wir auf der Seite hier, da ist gar nichts, aber hier müsste noch was sein, irgendwo. Irgendwo müssen Knöpfe sein. So, doch hier unten? Nee. Wo sind jetzt die anderen Komponenten? Powerplant kann ja alles gewesen sein. So, hier wollen wir noch einen Feuerlöscher, ne? Logischerweise. So, das ist aber keine Fächer hier. Irgendwo müssen noch andere Komponenten sein. Wahrscheinlich super gut verbaut. Da steigen wir ein, aber nicht rein. So, da waren die doch draußen. Vielleicht kommt man da oben ran. Das kann natürlich auch sein, dass man wirklich von oben oder rankommt. Oder ich bin jetzt einfach blind. Das ist natürlich auch möglich. Oder sind in der Decke verbaut. Das kann auch sein. Nee, auch nicht. Ja, kann ich euch jetzt an der Stelle gar nicht so genau sagen. So, wir haben auch noch ein paar Knöpfe, aber das ist was anderes. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht hier, aber hier ist irgendwie nicht sichtbar. Naja, auf jeden Fall sollten irgendwo noch drei Kühler verbaut sein. Das ist Civilian C und zwei Schildgeneratoren Industrial C. Die müssten eigentlich auch noch irgendwo sein. Wir können ja mal gleich von draußen gucken, ob wir irgendwas sehen. Ansonsten schauen wir mal, ob wir das irgendwo dann noch entdecken. So, wir steigen jetzt erstmal in den Pilotensitz ein. Zack! So, hier haben wir jetzt natürlich ein paar Leute, die sich nähern. Ich hoffe, die sind ganz nett. Dann haben wir auf der linken Seite, können wir Open Exterior machen und Unlock. Ne? Das ist alles für die Tür. Dann haben wir hier Power Off. Da können wir das Ganze an- und wieder ausmachen. Flight Ready können wir natürlich hier auch machen. Dann Engines On Off, das haben wir hier. Hier haben wir Enter Remote Turret. Ne? Dann kommen wir hier oben rein. So, dann können wir hier mal gucken, was das für einer ist. Das ist der Bulde-Nerv. So, der landet da hinten am Outpost. Wahrscheinlich muss er ein Paket abholen. Genau, hier haben wir die Attrition, ne? Die ist, so schießt die, ne? Ist eine Repeater, der lädt sich natürlich auch wieder auf, ne? Ist ganz geil an der Stelle. So, so kann der Captain hier, der Pilot, ein bisschen mithelfen. Ne? Ist jetzt nicht die Wucht, ne? Klar, Bodenfahrzeuge, Bodenziele könnt ihr natürlich locker damit wegmachen. Das ist nämlich auch cool, dass dieses Fahrzeug das auch kann. Hier geht er natürlich ein bisschen hoch, weil man soll sich ja nicht selbst erschießen. Da hat er so eine natürliche Kurve und hier geht er dann halt wieder runter. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache. So, in die Außenansicht kommt man hier leider nicht, da kommt man wieder da rein. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken hier, ob wir eventuell hier noch ein paar Komponentenfächer finden oder sehen. Ja, vielleicht da hinten, oben, unten. Ne, oder da hinten dran, obwohl da sind keine Knöpfe. Das kann eigentlich nicht sein. Das wäre auch keine... Ja, ja, ist gut. Das wäre auch keine gute Stelle. Ich denke mal, eigentlich müssten die drinne sein. Denke ich mir. So, können wir kurz Licht anmachen. Können wir uns das auch nochmal angucken. Ne, so gehen die an. Auch ganz geil, ne, dass die halt so ein bisschen länger brauchen. Die an der Seite sollten eigentlich auch leuchten. Ich mache nochmal aus. Ja, tun sie. Ne, sehr, sehr cool. Nachts sieht man das natürlich alles viel besser. Ne, hinten leuchtet das natürlich auch, das Ganze. Schon nicht so schlecht. So. Und jetzt passt auf, jetzt zeige ich euch hier, ne, das Enter Remote Control. Und hier könnt ihr jetzt diese Stützen ausfahren. Hier, passt auf, drücke ich drauf und dann fahren die aus. Und dann heben die uns so ein bisschen an, ne, weil muss ja auch, sonst rollen wir halt weg. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, ja, geht so, ne, die batscheln so ein bisschen im Boden rein. Normalerweise haben die natürlich einen richtigen Kontakt am Boden, aber das ist immer je nachdem, wo ihr seid, wo ihr steht, ist das mal besser und mal schlechter. Ich hoffe, da gibt es noch einen Shortcut für. Da müsste man mal in die Keybindings gehen. Aber auf jeden Fall, ne, ganz geil, finde ich, dass das jetzt schon mal drin ist. So, fahren wir doch mal wieder aus hier. Gucken, ob das jetzt besser aussieht. Ja, das sieht schon besser aus. Ja,
ja, muss man vielleicht öfter mal machen. Ne? So steht er dann, ne? Da in der Mitte steht er so ein bisschen hoch, weil wir natürlich hier vorne ein bisschen höher stehen. Logischerweise, dann stehen jetzt nur 4 Dinger drauf. Ne? Und so können wir dann auch wirklich Rambo-Zambo machen, ohne dass das Ding uns irgendwo wegfliegt. So, wir können das ja mal testen jetzt. So, ich gehe mal jetzt in den Mode-Turm hinten. Gucke nochmal ganz unauffällig an die Seite. In der Hoffnung, dass ich irgendwo noch ein paar Komponentenfächer finde hier. Das ist doch knapp hier. Mach mal auf jetzt. Nee, mach da nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Also echt strange. Dass das nicht hier ist. Das ist Powerplant, ganz klar. Das ist eine klare Sache. Ja, verrückt. Gut, egal. Wir gehen mal hier rein. Dann zeige ich euch nochmal hier, dass die Hauptbewaffnung. Ne, hier müsst ihr natürlich wie immer erstmal Power On machen, das dürft ihr nicht vergessen. Und dann geht ihr hier auf Enter Remote Turret. Ne, ihr könnt natürlich hier auch ein bisschen bedienen, ihr könnt die ganzen Sachen anmachen. Der kann eine Landeanfrage anfordern, ne, das geht natürlich alles auch. Aber das hier ist natürlich die Hauptsache an der ganzen Geschichte. So, ne, und das ist natürlich eine richtig, richtig feine Sache. Und dreht sich gar nicht so langsam. Ne? Also finde ich jetzt erstmal in Ordnung. So, ich meine, zu schnell darf sich das Ding natürlich auch nicht drehen, weil dann findet man das Ziel nicht mehr. Also dann rutscht man immer dran vorbei. Das kann man natürlich nur einstellen. Ne? Aber ich finde erstmal fühlt sich das erstmal ganz gut an. So, 226 Schuss pro Repeater. Das ist auch nicht schlecht. So, und dann sitzt er da hinten drauf. So, jetzt kann ich leider nicht schießen, ne? Das geht leider nicht, da muss man dann schon zu zweit sein, wenn man ein paar Aufnahmen machen will. Aber das ist ja erstmal, wie gesagt, nur so ein First Look. Ne? Wir werden uns das Ding auf jeden Fall noch zu Gemüte ziehen. Und ich kann euch sagen, irgendwann, wenn unsere Basen mal da sind, dann werden die Teile da auf jeden Fall stehen. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch mal genau sowas gibt, was aber einfach so auf Annäherung schießt. Ne? Wie die Türme, die jetzt auch auf den Outposts sitzen, ne? Also auf diesen Bunkerdingern, dass man da einfach gar nicht anwesend sein muss, sondern die machen das von alleine klar. Ne? Oder NPCs steuern die oder irgend sowas. Ne? Das würde ich auf jeden Fall ziemlich abfeiern, ziemlich cool finden. So, ganz geil. So, jetzt steige ich nochmal aus dem Turm hier. Und werde jetzt nochmal die Stützen einfahren. Ich will nochmal wissen, wo jetzt die ganzen anderen Komponenten sind. Nein, Quatsch. Ich will nochmal wissen, ob der sich jetzt irgendwie bewegt, wenn wir jetzt die Stützen eingefahren haben. Ich glaube aber nicht. Irgendwann wird das aber so sein. Ne, davon bin ich überzeugt. Ja, so, fahren wir doch mal wieder ein hier. Zack. Sehr schön. So. So, natürlich, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, muss man hier nicht wechseln, ne? Dann kann derjenige, dann könnt ihr auch fahren und derjenige kann dann hier ja, Spaß haben. So, ich baller mal. Aber ihr seht, ne, wir bewegen uns nicht. Ich denke mal, das wird erst noch kommen. Das ist bei der Ballista, glaube ich, auch fast noch wichtiger als hier. Ne, weil wenn da so ein Torp losgeht, ich glaube, das ist nicht ohne, das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich mir nochmal ganz kurz die Außenhaut an, die Außenhülle, und will einfach wissen jetzt, wo diese anderen Komponenten sind. Verrückt. Ich kann ja nur durch. Und dann holen wir uns nochmal kurz eine Ballista und gucken uns an, ob die Hydraulik da auch schon funktioniert. Aber ich sehe hier nichts. Aber das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn Cloud Imperium Games ein Fahrzeug rausbringt zu dem Stadion und da noch nicht die Komponenten dran hat. Das würde mich wirklich stark wundern. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass die eventuell doch drinne sind, aber halt, dass die Knöpfe noch nicht da sind. Ja, dass es halt noch nicht richtig wirklich ausfinalisiert ist. Ja, also, dass die eventuell... dieser Stelle hier sitzen, also hier, ne, das eins Fach ist und das ist ein Fach und das vielleicht auch, ne, und dass das aber einfach jetzt noch gar nicht hier, dass noch keine Knöpfe da sind, ne, also könnte ich mir vorstellen, dass das noch nicht geht. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Sonst wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo ich hier noch drücken sollte.
Leute. Gut, dann fahre ich zurück und werde mir eine Ballista holen. Oder kurz eine Ballista spawnen. Das können wir ja auch da probieren. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Leute, ne? Und vom Fahrverhalten kann man sagen, ist das Ganze wie die anderen Fahrzeuge. Ja, da ist kein Unterschied. Aber finde ich, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, eine super Ergänzung zu den anderen beiden Fahrzeugen. Wobei ich die Spartan ja, für mich jetzt persönlich am unattraktivsten finde, weil ein Mannschaftstransport. Es ist höchstens, also wenn ich den benutzen würde, wäre das wahrscheinlich eher zum Männertag mal einen Ausflug machen. Aber so für, ja, zum Einsatz, ich glaube, dafür bin ich nicht militärisch genug unterwegs. Und, aber das Ding hier ist durchaus, wie gesagt, zum Absichern von eigenen Geschichten eine wunderbare Sache. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder mit der Balliste. Ja, Freunde, willkommen zurück. Hier ist die Anvil Ballista und ihr seht auch sofort den Unterschied. Ne? Hier sind ein militärischen Grün mit gelben Scheiben hier vorne und hier vorne einem Doppelturm drauf. Das ist auch der Remote für den Piloten hier vorne. Ne? Da sind Gatlings dran. Könnt ihr natürlich auch andere ranschrauben. Und hier hinten haben wir dann ein paar Raketentorpedos dran. Ne? So, wir steigen mal ganz kurz auf und wir sehen hier eigentlich auch schon gleich das Ganze. Das muss noch ein bisschen. Hier ist wirklich noch gar nichts am Start. Wir können hier weder was aufmachen, noch irgendwas bedienen. Hier ist noch wirklich gar nichts aufmachbar oder irgendwie umschaltbar. Hier ist auch noch kein Schrank, wo wir unsere Sachen verstauen können. Hier ist auch noch nicht das Bedienfeld aktualisiert. Hier ist wirklich alles noch beim Alten. Und was auch noch nicht geht, wir können auch noch nicht die Hydraulik-Ständerstützen hier aktivieren. Ne? Das ist alles noch ausgeschaltet. Ne? Deswegen denke ich mal, also entweder macht Cloud Imperium Games das gleich mit fertig, ja, dass sie wirklich alle gleich mit überarbeitet, so dass es den neuesten Stand hat. Würde ja eigentlich Sinn machen. Ne? Oder wir haben dann halt mit der 3.17.2 erstmal unterschiedliche Entwicklungsstufen hier im Verse mit diesen Atlas-Plattform-Fahrzeugen. Ne? Das kann natürlich sein. So, hier auch Licht noch nicht, geht auch noch nichts, ne? Dann ist alles noch nicht drin. Ne? Ist ja auch schon ein bisschen was alt, das Teil. Ne? Ich denke mal, hier vorne der Tank, noch nicht mal der Tank ist drin, ne? Der ist noch nicht mal eingebaut. Ne? Der muss wahrscheinlich auch noch aktualisiert werden. Ne? Ah ja, die Klappe ist auch schon dran, ne? Das ist gut zu wissen. Oh, hier geiles Pattern drauf, ne? Ganz geil aus. Ja, ich habe gedacht, die ist da nicht dran, aber kann auch sein, dass das bei der Spartan war. Ne? Übrigens, für alle, die es interessiert, die Spartan, die liegt ungefähr bei $80. Ne? Das ist halt einfach nur ein Mannschaftstransporter. Deswegen ist der zurzeit von dieser Atlas-Plattform der günstigste. Und die Ballista, also die hier, die liegt bei $140, was wirklich sehr, sehr teuer ist. Und wenn ich eine Schätzung abgeben müsste, würde ich sagen, dass der Centurion oder die Centurion ungefähr, denke ich mal, zwischen 100 und 120 liegt. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Weil Raketen sind teuer, ne? Gerade die Dinger hier, das ist wirklich nicht so günstig. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das teuerste wird. Und wie viele jetzt auf dieser Plattform noch kommen sollen, das kann ich auch nicht sagen. Ein Tankfahrzeug vielleicht wäre noch ganz geil. Ne? Dass hier hinten halt ein fetter Tank drauf ist vielleicht. Ne? Das wäre ziemlich cool. Ansonsten müssen wir mal gucken. Irgendwann ist natürlich auch der Drops dann gelutscht, aber ne, solange es Sinn macht, warum nicht? Ne, natürlich gibt es wieder in der Community auch die Leute, die wieder sagen, ja, will CRG wieder günstig Geld machen, mit nicht viel Neuem. Ja, da kann ich dann immer nur sagen, müsst es ja nicht kaufen. Ne, also gibt es ja kein Vertun. Ne, soll ja jeder so machen, wie er will. Ich muss sagen, ich finde den Centurion sehr, sehr cool. Ich finde den mit am geilsten, ne? Die Ballista kommt für mich danach, weil ich finde einfach die Centurion, die ist, für mich hat die den besten Nutzen, ne? Gerade mit mehreren Leuten oder mit mehreren Centurions, wenn ihr unterwegs seid, so ein fahrbarer Turret ist einfach mega cool. Es ist halt natürlich nicht so Schlagkraft, wie wenn diese Raketen hier treffen. Der Nachteil hier ist aber natürlich, wenn das Ding leer ist, ist es leer. Ne, das ist halt bei dem Centurion nicht so. Da könnt ihr halt ohne Ende weiterballern. Und, oh, hier hinten, da kommt ein Sturm auf, glaube ich. Junge, Junge. Leute, ich muss los. Ne, das ist, ich habe Angst. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich denke mal, jetzt geht es wieder in den
in den Zwei-Tages-Turnus, in den Rhythmus, also nicht jeden Tag ein Video. Und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.